Hallo, ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck von der Stiftung Warentest und ich bin angekommen im orangen Kapitel. Das heißt Therapie kontrollieren. Es gibt eine kurze Einführung und dann geht es los mit dem Blutdruck selber messen. Therapie kontrollieren. Wirkt das Medikament? Was verändert sich unter der Therapie? Haben meine sonstigen Bemühungen einen Effekt? Kontrollen können Aufschluss geben. Und die sollten Sie nicht nur dem Arzt überlassen. Möglicherweise können Sie ein Medikament sogar wieder absetzen. Bluthochdruck ist oft ein lebenslanger Begleiter. So schnell wird man ihn leider nicht mehr los. Auch nach der Diagnose und Medikamenteneinstellung sollten Sie sich mit ihm beschäftigen, anstatt ihn zu ignorieren. Dazu gehören die Tabletten wie empfohlen einzunehmen. Dazu gehört die Tabletten wie empfohlen einzunehmen. Das heißt aber auch, sich nicht nur auf die Tabletten zu verlassen, sondern gleichzeitig andere Veränderungen im Leben anzugehen und bei der Stange zu bleiben. Sie sollten zudem das regelmäßige Gespräch mit der Ärztin, dem Arzt suchen und von ihren Erfahrungen berichten. Und sie sollten die Therapie mit überwachen. So können Sie Gefahren rechtzeitig erkennen und die Ergebnisse der Behandlung entscheidend verbessern. Der Begleiter bleibt und wenn auch nur als Gefährdung. Der Blutdruck muss regelmäßig gemessen werden, in der Arztpraxis und am besten auch zu Hause. Abhängig von Ihrer persönlichen Situation können weitere Kontrollen erforderlich sein, über die Ihr Arzt oder Ihre Ärztin individuell entscheidet. So. Weiter geht es mit Blutdruck selber messen. Das sind die Seiten 84, 85, 86, 87. Dann geht das Kapitel weiter mit Kontrollen beim Arzt. Medikamente absetzen. Aussichtslos. Fragezeichen gibt es nicht. Ausrufezeichen. Und damit endet das orange Kapitel. So.